Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, wir sind hier fleißig am Systembau, beziehungsweise sind aktuell dabei zu schauen, dass hier der Schlammverbrauch nicht so hoch ist. Und aktuell scheint so zu sein, als ob wir nicht mal die Menge durchkriegen, die hier produziert wird. Bedeutet, wir stehen hier ganz gut dabei. So, ich werde jetzt hier nochmal einen Bagger abziehen. Denn ich will jetzt einfach mal, dass unsere Truppen hier genug zu tun haben. Was machen denn die hier noch? Fürs Erste wird mal hier alles abgezogen. So schaut's aus. Die wissen auch nicht, was sie tun sollen, weil so wenig Kohlelager vorhanden sind. Ach du heilige Scheiße. Das ist die Kohleproduktionsproblematik aktuell. Okay, wait, warum steht es da jetzt gerade? Achso, ne, es ist einfach eine langsame Produktion. Aber wir kriegen langsam Rückstau, bedeutet alles wieder Eich im Lot in dem Fall. Wir haben immer noch das Problem hier. Das Wasser wird stetig weniger. Das ist natürlich nicht schön. Und die Tanks füllen sich auch zu schnell. Im Gegensatz zu was ich mir erhofft habe. Und ich glaube, ich kann nicht Schwefel einfach in der Gegend auskippen. Das funktioniert nicht. Bedeutet, Schwefel muss ich verarbeiten. Schwefel muss ich verarbeiten. Rohbenzin und Schwefel machen Gummi. Das wäre natürlich ein Anwendungsbereich. Dafür brauche ich mir auch wieder Rohbenzin. Aber ich kann es genauso einfach als Kohleersatz verwenden, ne? Ich habe hier noch Kohle. Ich habe damals am Anfang halt wirklich viel in Kohle gesteckt, deswegen bin ich gerade noch eine volle Kohleproduktion, ne? So. Wie es jetzt ausschaut, stehen die halt still. Für diesen Aufbau, da hat Rose Service natürlich recht. Mein Aufbau ist definitiv verkackt aufgebaut. Er hängt voneinander sehr tief ab und oh Gott, hier ist zum Beispiel viel zu viel gerade drin. Das Lager ist auch schon wieder voll. So. Wir müssen schauen, dass... Ja, ich produziere viel zu wenig. Es ist halt der ganze Aufbau hier ein bisschen verkackt. Das ist... Kann man sagen, was man will. So. Wir machen hier ein bisschen Dampfrückgewinnung auf jeden Fall. Ja, alles, was wir hier reinstecken, geht dann hier wieder am Ende raus. Beziehungsweise wird hier Dampf reingesteckt, der übrig bleibt oder zu viel produziert wird. Und wird wieder mit saurem Wasser zurück in das Restbestandteil gemacht. Damit haben wir halt unser saures Wasserproblem auch gelöst gehabt. So. Was jetzt aber das Problem ist, wir haben natürlich hier jetzt den Ammoniak. Und den Schwefel. Schwefel, ja, können wir in die Gummiproduktion umsetzen. Können wir. Mir taugt aber mein ganzer Benzin. Mir taugt das Ganze gerade nicht so. Ich würde gerne erneuern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke, ich habe nicht nur ein bisschen verkackt, ich habe mega verkackt. Wenn wir mal die Zahlen anschauen vom Rohbenzin, kann ich hier bitte die Zahlen stehen haben? Die letzte Maximum Menge. Ja. In letzter Zeit war es ein stetiger Fall nur noch. Komplett verständlich.
Ich habe zwar echt viel auf Lager, wie es scheint. Und also, ja, viel ist es nicht. Es geht schnell weg, wenn nicht nachgeholt wird. Wir holen auch sau nach die ganze Zeit. City Schiffgeschwindigkeit spart Kraftstoff, Dauer der Rundreise 160. Ich bin mir nicht sicher. 3 Monate? Wie lange ist denn aktuell die Rundreise? Nee, aber wir müssen mal gucken, fürs Erste, dass wir einfach irgendwie eine weitere Lösung hier kriegen. Macht Rohbenzin und Brenngas. Weißt du, die Sache ist, ich will jetzt nicht in den Aufbau, wo ich mir sicher bin, dass ich den umbauen werde, beziehungsweise vernichten werde, sobald ich mir sicher bin, wie ich es mache, zu viel investieren. Also was klar ist, wir brauchen eine neue Wasserproduktion. Ohne Frage. Unsere aktuelle Wasser- und Wasserproduktion allgemein ist eine Katastrophe. Ohne Frage. No doubt about it. Das Problem ist, wir machen hier zwar schon Rückgewinnung, alles schön und gut. Ich mache natürlich das hier jetzt alles mit Treibstoff. Ich kann das natürlich auf Kohle wieder umstellen. Das denke ich sollte kein Problem sein in dem Fall. Bedeutet, ich stelle das ganze Ding auf Kohle und muss halt die ganzen Systeme austauschen. Wasserstoff ging auch. Ethanol, Rohbenzin. Brenngas. Ja, okay, Brenngas ist halt vollkommen übertrieben. Was ich mich frage. Ich kann natürlich jetzt die übelste Sache mit Kohle aufbauen. Kohle ist halt aber trotzdem ein problematischer Rohstoff, ohne Frage. Wenn ich jetzt anfange mit Kohle viel zu machen, muss ich mir die Logistik für Kohle überlegen. Das ist nicht schön. So. Ich würde, wie gesagt, gerne schauen, dass wir Wasser lokal produzieren. Es führt kein Weg drumherum, dass ich Wasser so kriegen würde. Es gibt zwar diese Wasserkollektoren vom Anfang noch, aber ich glaube, da sind wir alle im Guten. Sammelt Regenwasser bei Regen, besitzt einen eingebauten kleinen Wassertank. Das reicht niemals im Leben für die Menge, die wir brauchen. So, die machen entweder nur Salz draus oder Sole. Ich würde gerne so einen passiven Weg haben. Kann ich mit Sole... Ja, ich kann natürlich eine einfache Destille mit Kohle setzen, dann kriege ich Wasser raus. Aber auch Abgase. Ah ne, das mache ich mit Sole. Was mache ich mit Sole? Ja, okay, Sole kann ich mit giftigen Schlamm- und Filterelementen zu Wasser verwandeln und Schlack. Nicht der Weg, den ich haben wollte. Sole kann ich zu Chlor verwandeln. Aber ich habe keine Chance, leider... jetzt hier draus Ding zu machen. Also so, ja okay, salzhaltiges Wasser, was erwarte ich? Wenn ich mich nicht irre von der Definition her. Das ist jetzt gerade blöd. Also entweder, also auch wenn wir jetzt mal überlegen, der thermische Entsalzer braucht Dampf, ohne Frage, und Sole, aber wir dürfen eh nicht vergessen, wir brauchen glaube ich Salz, wenn ich mich nicht irre, brauchen wir Salz für irgendwas, und ich glaube es war Glas. Wenn ich jetzt anfange, das alles umzusetzen, Dampfhoher Druck. Ich brauche 12 Dampfhoher Druck, um 48 Wasser herzustellen.
Ich brauche 48 Wasser, um 48 Dampf herzustellen. Wenn wir jetzt das Tierfutter hier vorne verwenden, brauche ich natürlich tonnenweise davon. Und ich glaube, ich habe nicht mal so viel. Ich produziere auch aktuell nicht mal mehr welches. Beziehungsweise ich habe alles hier umgesetzt in meine Düngerproduktion, die irgendwie sammelt. Interessant. So. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an. Achso, ich habe den Kollegen ja auch dann hier drüben platziert, kann es sein? Geilio. Ja, habe ich. Wie schaut's mit der Brot? Okay. Ich lass mich schon wieder ablenken. Okay. Zurück zum Thema. Wenn der hier mit was auch für einem Rohstoff wir verwenden am Ende 48 herstellt, kann der 4 davon betreiben. Bedeutet, ich brauche von 4 jeweils eine, die ihn betreibt. Bedeutet, ich krieg dann da draus 48. Ich habe am Ende einen Gewinn von 144. 144 alle 60 Sekunden. Die produzieren auch 48. Bedeutet, Alter, ich bräuchte 3 solche Anlagen, um der Masse hinterherzukommen. Dann würde ich ein bisschen mehr produzieren. Einfach mal just for fun. So, warte mal. Wie viel bringt denn eine große Pumpe? 120. Ich brauche Eingang 60. Bedeutet, ich brauche pro Anlage 2 große Wasserpumpen. Alter. Die wird 60 kW benötigen. Die braucht auch nochmal 40 kW. Bedeutet, wir haben... Ist das doof. Wir haben 140, 280 kW Verbrauch pro Anlage. Das ist das gefühlt Zehnfache. Aber okay, wenn wir damit das Grundwasser... Ja, ich weiß, ich glaube, Row Service wird jetzt mich anbrüllen, was ich da für einen Idioten-Move mache. Aber ich denke, es ist der einzige Weg zu... wirklich eine langfristige Wasserlösung zu finden. Und ich will vorbereitet sein. Ich will nicht, dass das Wasser ausgeht. Wasser ist Leben, wie es so schön oft heißt. Und es ist leider auch so. Wasser ist und bleibt Leben. So. Wir gehen mal in den Planungsmodus. Und wenn wir sagen... Wir haben hier 4 Anlagen. Wir machen jetzt mal einfach ein abgeschlossenes System schnell, okay? Produziert der weniger? Nee, der macht auch 120. Der braucht aber weniger kW. Was? Ihr macht ähnlich gleich viel? Ah, die können einfach nur höhere Klippen, okay, dann. So, okay. Wir haben jetzt euch hier. Gut. Mit der Sohle will ich fürs Erste einfach mal nichts zu tun haben. Den lassen wir jetzt einfach mal außen vor, okay? Einfach nur, um mal so circa zu planen. Dann brauchen wir natürlich den Dampf. Ist ja wurscht, wie es runtergeht. Zack. Gut. Der Dampf muss produziert werden. Wie gesagt, wir nehmen dafür die Kohlekessel in dem Fall einfach mal. Bedeutet, der kriegt dann hier auch einen
Schornstein dazu. Dann wird das Ganze an einer Rohrleitung angesteckt. So gut. Hier wird dann das Wasser zusammengeschlossen. Und dann hätten wir die Blaupause. So würde jetzt eine simple Wasserproduktion ausschauen. Eine simple, aber effektive. Ich würde ja aktuell der Situation geschuldet ernsthaft überlegen, ob wir die nicht umsetzen. Und sagen, dass wir das hier so bauen. Bedeutet, wir können ja rein theoretisch das kopieren dann. Und sagen, hey, ich will zum Beispiel hier noch eine Anlage stehen haben. Oder hier. Ich kann ja die zum Glück kopieren. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der Sohle? Schlauesten wäre es zu sagen, so wie viel produziert ihr Sohle pro Minute? 24 Sohle. Bedeutet, ich brauche zwei Siedesalinen daneben, die sich nur darum kümmern, dass das verarbeitet wird, in dem Fall zum Beispiel. So ganz simpel. Zwei Siedesalinen sind nur dafür zuständig, um daraus dann Salz zu produzieren. Das kann man ja zum Beispiel machen. Was mich jetzt interessiert, wo mache ich denn dieses Glasgemisch? Salz und Wasser machen Sohle, ja, das ist klar. Kompost und Wasser machen Dünger organisch. Okay, das wissen wir doch eigentlich. Warum ich jetzt darüber so erstaunt war, ich nicht. Sauerstoff und Maisbrei macht Ethanol. War auch nicht viel. Das ist ja schon fast lächerlich. Ammoniak macht Stickstoff und Wasserstoff. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich letztes Mal als Plan hatte, ne? Das ist gerade so die Sache. Ich weiß auch gerade nicht. Machen Konstruktion. Warum sollte ich denn Ziegel verwenden? Ziegelerei. Erde, Kohle und Wasser machen Ziegel. Ah, die Betonteile kriege ich doch genauso schnell. Warum soll ich denn mir eine Ziegelerei bauen? Hühnerfarm, Lebensmittelherstellung. Darauf habe ich echt Bock, mega rumzumachen, ne? So, Schüttgutlager. Die Sache ist, kann ich hier einfach Salz einlagern und gucken, was passiert. Aber das wird ja trotzdem massenweise am Ende rauskommen. So. Handel. Verträge. Gold. Für Rohöl. Sag mal ehrlich, wo zur Hölle mache ich Glasgemisch oder wie das heißt? Mischglas. Das mache ich schon in so einem Mischer. Sand, Kalkstein und Salz machen Mischglas. Okay. Und dann kann ich das in einem Hochofen verbrennen zu geschmolzenem Glas. Hier ist Hochofen. Braucht der dann noch Kohle? Der braucht auch noch Kohle. Der Lichtbogenofen. Der braucht dann aber Graphit. Ach du Scheiße. Und Wasser.
Aber macht Dampf. Aha. Aber niedrigen Dampf. Mit dem können die ja nichts anfangen. Obwohl, doch, könnte ich, glaube ich, sogar. Gut, das tun wir weiter planen. So, ich würde gerne hier einen Anschluss machen einfach. Ich will jetzt einfach mal aus Gefühl rausarbeiten. So, wir haben hier einen, der braucht Dampf. Daraus passiert Rohbenzin und Brenngas. Ammoniak und Stickstoff machen, plus Wasser machen, Dünger. Nee. Destillationsstufe 3. Rohbenzin und Ding. Rohbenzin und Wasserstoff machen Diesel und Brenngas. Brenngas plus Sauerstoff machen Diesel und Kohlendioxid. Die produzieren jeweils 12. Du auch. Ich bräuchte nochmal dieselbe Anmenge von Stufe 6. In dem Fall. Stufe 3. Werde ich aber in diesem Fall nicht machen. Ah ne, ich habe Stufe 2 ausgewählt, Stufe 3. Weil ich nicht mal die Menge produzieren möchte. Ich werde einfach 3 bauen und mit dementsprechend hier was abzapfen anfangen. Ja, ihr könnt mich jetzt dafür haten, wie ich das mache, aber wie gesagt, es ist für mich jetzt kein großer Anlass fürs erste mehr, weil ich einfach hier eh... Nein, das war... Oh. Das war nicht der Plan. Weil ich eh eher schauen möchte, dass ich das neu baue mit Zwischenpuffern und dem ganzen Zeug. Warte mal, wo läuft denn hier echt der Dampf lang? Kann ich mir da nicht hier einfach was abzapfen? So. Einfach mal schnell frischen Dampf abgezapft. Gut. Okay. Crackling-Anlage. Okay, vielleicht sollte ich das erstmal hier konzentriert in Kabel fördern. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur grob aufgebaut. Am Ende müsste man eh eigentlich das dann durchrechnen, wie sinnvoll ist was und was bringt sich das eine und das andere. Das werden wir aber noch herausfinden. So. Sind die Anschlüsse jetzt? Gut, dann haben wir... Aber Leute, ich sehe gerade, wir haben schon 23 Minuten. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.